Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Resident Evil 3. Und draußen steht der Echsenman. Ich will gar nicht raus. Ich will eigentlich hier bleiben. Warum soll ich rausgehen? Ist doch schön hier. Guck mal hier, ich habe hier ganz viele Kräutermischen. Ne, ich habe hier was zu lesen. Lass. Mann. Okay. Pass auf, wir haben hier noch eine Blendgranate. Aber die macht halt keinen Schaden. Die blendet halt nur, oder? Die macht doch keinen Schaden. Wo ist denn der Kollege jetzt? Der ist bestimmt wieder runtergehüpft. Aber wenn er jetzt gerade nicht auftaucht, dann komme ich doch jetzt übers Dach hoffentlich. Und kommen wir dann auch nach unten. Ich hab so Angst, dass wieder so ein Vieh irgendwie durchs Fenster kommt oder so. Autospeichern, sehr gut, sehr gut. Okay, lass mal kurz gucken. OP-Saal. Oh oh, jetzt kommen die durch. Jetzt kommen die sowas von durch. Na dann, mögen die Spiele beginnen. Ich wusste es. Ich wusste es. Okay, pass mal auf. Mal gucken, ob das was bringt. Das bringt gar nichts. Okay, aber die bleiben ja erstmal da stehen. Lady, höre auf zu zappeln. Jo, 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 jo. Hey, hey, hey. Oh Gott. Fuck you. Jetzt steht eh wieder die Hälfte auf. Komm her. Alter, ich habe echt nicht mehr viel Muni, ne? Bleibt ihr bitte alle liegen. Wäre ganz reizend. So, Messer. Zack. Nimm. Ich brauch diesen Dietrich. So, hier, Karte. Nein, benutzen. Brauche ich die nochmal? Nee, jetzt kann ich weghauen. Nicht so viel Pistolenmuni. Ich will Sturm. Ja, ja. Genau. Okay. Sehr geil. Ich kann es wieder mit den Echsenmans aufnehmen. Grünes Kraut. Sehr schön. Und dann ist hier alles blau. Okay, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Wir haben auf jeden Fall das Gerät.
Das Tonbandgerät. So, pass auf, zack. Ich wollte doch nur wissen, warum die Dokumente überhaupt in Ihrem Büro waren. Was glaubst du, mit wem du redest? Ich bin Nathaniel Bard, verdammt. Der beste Biologe, den du je treffen wirst, du bettpfannenwechselnde Versagerin. Natürlich habe ich Connections nach oben. Natürlich berät sich das Militär mit mir zu Projekten jenseits deiner Vorstellungskraft. Verschwende also nicht meine Zeit mit deinen Fragen. Es tut mir leid, Doktor. Du hast die Unterlagen nicht gelesen, oder? Nein, hab sie geschreddert, wie sie sagten. Gut. Gut. Wenn das alles ist, kannst du zurück Patientenärsche abwischen. Alter. Dafür wirst du doch bezahlt. Und putz meine Schuhe. Ja, Sir. Ich wette, du bist Expertin im Putzen, oder? Jetzt verpiss dich und erzähl niemandem davon. Wow. Was für ein Arsch. Alter. Ich kann so... Junge, wenn das mein Vorgesetzter wäre, würde ich zusammenfalten. Mir egal, ob ich rausfliege. So. Ja, das Ding ist... Ich komme ohne den Dietrich nicht weiter, aber... Ich komme ja dann hier hin. Aber dann geht das... Ich komme dann trotzdem zurück, ne? Ich müsste ja dann trotzdem zurückkommen. Klar, ich muss ja eh nur die Impfung finden. Sturmgewehrmunition, sehr schön. Pistolenmunition, her damit. Oh, hoffentlich liegt hier der scheiß Dietrich, ey. Bist du der Wichser? Bart. Tyrell. Bart ist tot. Wurde erschossen. Scheiße, und der Impfstoff? Ich suche. Dann such besser. Da muss doch ein PC sein, oder? Ich kann leider nicht zustechen. Oh, verdammt. Einladung zum Bankett. Sehr geehrter Dr. Bart, es ist mir eine Ehre, Sie herzlichst zu einem Bankett am 10. September im Central Hotel einzuladen, bei dem wir unsere Ansichten zur neuen medizinischen Sonderwirtschaftszone MSWZ von Raccoon City austauschen können. Teilnehmer sind Bürgermeister Michael Warren, Polizeichef Brian Irons und andere berühmte Mitglieder unserer Gemeinschaft. Donnerstag, 10. September 1998, 18 Uhr. Orient Restaurant, Central Hotel, erster Stock. Wir wären geehrt, wenn Sie teilnehmen könnten. Mit freundlichen Grüßen, Greg Tester, Senator. Handschriftliche Notiz. Nate, ich werde das Gesetz für deine neue Arznei Mitte August vorlegen. Bring das Geld. Wir haben für die übliche Afterparty eine Suite gebucht. Du stehst auf Brünetten, oder? Ich lasse es Irons wissen. Und das Schlimmste ist, er sieht nicht mal so aus, als hätte er stark gelitten bei seinem Tod. Als wäre es schnell gegangen. Das hasse ich am meisten, ey. Wenn die größten Penner in einem Film oder in einem Spiel einfach auf die humanste Art und Weise sterben. Also von allen. So, muss ich das hier entriegeln? E-Mail von Nathaniel Bart an Greg Tester. Betreff, bitte umgehend Antwort. Greg. Achso, jetzt muss ich... Greg, ich weiß, du schaust dir die Nachrichten an. Dieses Virus wird unser ganzes Land verschlingen. Die Toten werden wie eine Flutwelle über Capitol Hill waschen. Ich bin so ein Arschloch. Du bist nicht sicher. Allerdings warst du mir immer ein guter Freund, also möchte ich dir einen Ausweg anbieten. Ich habe hier in meinem Besitz eine Dosis des Impfstoffs gegen das Virus, der Heilige Gral. Und sie ist nicht für meine Familie, nicht für irgendwelche Liebhaberinnen von mir. Nein, Greg, sie ist für dich. Ich weiß besser als jeder sonst, dass ich ein Riesen... dass du die Zukunft der USA bist. Aber wenn du den Impfstoff haben willst, Greg, musst du mich verdammt nochmal hier rausholen. Sofort. Und ohne, dass Umbrella Wind davon bekommt. Frag für mich beim Pentagon nach. Ich weiß, du hast die Verbindungen. Schau, ob jemand ein Rettungsteam ohne Beteiligung des UBCS auftreiben kann. Ich halte dir den Rücken frei und du mir meinen. Das ist doch gar nichts im Vergleich zu den Partys, auf denen wir zusammen waren. Beeil dich, mir läuft die Zeit davon. Nate. Hier ist VRC-Chef Nathaniel Bart.
29. September, 23 Uhr. Mir ist sehr bewusst, dass mir die Zeit davon rennt. Ich hoffe und bete, indem ich dies hier aufnehme und die Wahrheit ans Licht bringe, dass ich ein kleines Stück meiner Ehre retten kann. All das Unheil von Raccoon City begann mit der Verbreitung einer biologischen Waffe, dem T-Virus. Mein Arbeitgeber, die Umbrella Corporation, entwickelte dieses Virus. Und sie befahlen meinem Team, einen Impfstoff zu entwickeln, was wir taten. Ich bewahre Proben dieses Impfstoffs hier in meinem Büro auf. Der Rest wird unterirdisch gelagert. Aber diese Mistkerle im Vorstand wollen es alles zerstören. Sie wollen nicht, dass die Welt davon erfährt. Also versuchen sie, alle Beweise für die Existenz des Virus zu vernichten. Ich bin kein Narr. Ich weiß, dass sie nicht wollen, dass... Jill wusste von all dem und vertraute mir trotzdem. Natürlich. Natürlich. Weil er da reingekloppt hat, in den Monitor, ist die Tür aufgegangen oder war das jetzt irgendwas anderes? Ist der Impfstoff hier? Ernsthaft? Ernsthaft? Der ist einfach hier? Aber warte mal, komme ich dann... Kann ich dann den Rest noch machen? Vielleicht kann ich ja nochmal Jill spielen. Und deswegen die ganzen, Okay, Jill, halte durch. Der steht jetzt bestimmt gleich auf. Deswegen die ganzen Schlösser, ne? Wofür ich ja dann noch den Dietrich brauche. Na, dann komm mal her. T, ich hab ihn. Gut, bin unterwegs zu dir. Sei vorsichtig. Vorsichtig? Hast du die Stadt gesehen? Ist ein verdammtes Wunder, wenn ich da in einem Stück ankomme. Okay. So, hier ist jetzt alles... Nein! Nein! Okay, pass auf. Friss das, Junge! Ich das mal gleich benutzt. Verdammt. So. Ich muss hier hin, ne? Ja. Scheiße, ey. Bin noch bei Warnung. Ach komm, ich benutze jetzt so ein Ding einfach. So, hier muss auch noch irgendwas liegen. Hier ist auch noch rot. So, und dann einfach nach links. Ja. Einfach ist gut. Ach, hier wegen dem Koffer. Genau, okay. Ich hoffe echt, ich kann da noch Jill spielen und habe nichts übersehen jetzt. Wow! Zum Glück habe ich wieder schön Muni gesehen. Hey! Oh Gott. Ich gehe erstmal einfach weiter. Hier ist alles blau. Ja, komm, wir gehen erstmal. Erstmal Jill retten. Hier ist noch so ein Vieh.
Hier ist doch noch so ein Vieh. Du wirst schon wieder, Jill. So, Jill, hier, nimm! Was ist passiert? An alle Einwohner. Die Infektion, die sich ausbreitet, wurde als unkontrollierbar eingestuft. Am 1. Oktober wird Raccoon City durch einen Raketenangriff zerstört. Alle Einwohner, die noch klar denken können, müssen sofort evakuieren. Dies ist kein Test. An alle Einwohner. Das ist in nur einem Tag. Es sind noch Menschen hier. Glaubst du, Onkel Sam kümmert das? Scheiße. Geht wieder los. Warte hier. Ich mach das. Ich sollte mich gut eindecken. Klingt, als wären eine Menge von denen da draußen. Juhu. Ja, und auf jeden Fall sollte ich erstmal speichern, würde ich sagen. So, wir haben drei davon. Das packe ich jetzt mal weg. Guck mal, ach nee, das kann ich sogar noch kombinieren. Zack. Nein. Kombinieren, zack. Verstauen. So, ja, sieht ein bisschen mager aus, ehrlich gesagt, aber was soll's, was soll's. Ich versuche die Fensterrollläden zu schließen. Je weniger Eingänge, desto besser. Wie machen wir das? Ich versuche das Sicherheitssystem vom Krankenhaus zu hacken. Halte mir so lange vom Leib. Scheiße, und ich bin einfach rausgestürmt. Ich wollte eigentlich noch speichern. Ich wollte... Ein Zünder. Jetzt fängt der Spaß richtig an. Ah, nein! Alter, was? Weg mit dir! Okay. Ich bin in Gefahr. So, na dann kommt mal her, Ladies and Gentlemen. Machen wir eine kleine Gulasch-Party. Nachladen, nachladen, nachladen. So, die Frage ist, ich muss erstmal hier die Wellen überstehen, ne? Okay. Spontane Explosion. Ich habe ja jetzt einen Zünder. Muss ich den einfach benutzen oder was? Untersuchen. Mit Batterie. Oh, hallo! Hallo, hallo! Sie kommen durch die Tür! Ja! Die explodieren wirklich einfach. Nein! Komm schon! Nein! Finde den Schalter, er muss irgendwo sein! Ja, ich hab ihn doch! Nein! Nicht er! Nicht er! Nicht er, bitte! Komm her, du Penner! Friss das!
Okay, pass auf. Pass auf. Nein. Erstmal. Kombinieren. Scheiße, was? Ich werf das jetzt mal weg, einfach, dass ich noch Platz hab. Denn die Handgranaten sind mir doch viel lieber. Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss da raus. Weg. Ich sehe nichts. Alter, Spiel. Oh, Alter, ich kotze mir gleich in die Hose rein. Heil dich, Junge! Ich bin hier am Verrecken! Hier, erstmal er. Der räudige Tentakelarm. Oh Gott! Okay, pass auf. Nee. Die erstmal Schnellzugriff auf die Dry. Ich muss die alle zusammentreiben, dass ich gleich ein paar mitnehme. Probier's mal so. Das war eine scheiß Blendgranate. Ich hoffe, ich habe jetzt ein paar getroffen. Anscheinend nicht. Oh nein! Ich glaube, ich habe verkackt. Jo. Ich hab verkackt. Scheiße, Alter. Oh, verdammt. So, pass auf, das Ding. Gut, machen wir nochmal. Überspringen, let's go. Okay, jetzt fängt der Spaß richtig an. Zünder. Verpiss dich! So, hier ist noch eine Heilung. Okay, pass mal auf das. Werfe ich jetzt einfach mal weg. Ist doch egal. Ich habe noch eine Granate. Die muss ich auf jeden Fall aufheben. Hier liegt noch was. Sehr gut. Okay, ich schieße erstmal die Pistole leer. Kommt rein hier. Komm ran. So, Feierabend. Jetzt du. Bleibst du liegen, Junge.
Komm her. Oh, oh, jetzt kommt der Kollege raus. Finde den Schalter, er muss irgendwo sein. Das war nicht so gut. Und er ist auch schon da. Natürlich. Sie kommen durch die Tür. Alter, fuck. Fuck. Ja, Junge. Ich muss erstmal. Warte. Jo, was war das denn? So. Okay, jetzt kurz überlegen. Die wegwerfen. Ja. Dann Granaten auf jeden Fall aufnehmen. So, pass auf. Granaten sind ausgerüstet. Alles klar. Und weitermachen. Okay, ich bin noch auf Warnung. Ja, beeil dich, Junge! Liegen bleiben. So, ich nehme wieder die Waffe, die Pistole. Lady, leg dich hin, bitte. Nein, 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 ihr Räudigen. Oh oh. Hexenman ist doch gleich wieder. Oh, da ist er schon. Da ist er schon! Oh. Nein! Alter! Nein! Das. Ey! Yo! Weg mit dir, du ekliger! Du eklige Vorhaut! Weg! Geh! Alter! Alter! Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt. Merkt man das? Nee, ne? Junge! Junge! Sturmgewehrmunition, sehr gut. Zünder platzieren. Okay, ich lock sie alle hier rum. Zack. Bis zur Detonation durchhalten. Sag, mir geht's gut, mir geht's gut. Kommt her, ihr Penner. Kommt her. Na los. Zumindest ist es vorbei.
mit der Übeltäterei. Alter, was? Der Impfstoff wirkt. Gut. Gehst du da raus? Sicher. Was hast du denn vor? Die ganze Stadt wird bald hochgejagt. Komm schon, Mann. Sprich mit der Regierung. Sag ihnen, wir haben ein Mittel. Verschaff uns Zeit. So ein Teufelskerl. Ein Glück, dir geht's gut. Hab gute Nachrichten. Es ist vorbei. Die Stadt ist sicher. Schieß mich! Das ist der einzige Weg! Wo bin ich? Was ist passiert? An alle Einwohner! Der Raketenschlag gegen Raccoon City startet in wenigen Stunden. Die Sprengladung wird alle biologische Materie vernichten. Sie werden nicht überleben, wenn Sie in der Stadt bleiben. 1. Oktober. Evakuieren Sie jetzt. Ich wiederhole. Was kann ich sein? Dies ist kein Test. So, Freunde. Wir sind wieder Jill. Das ist sehr gut, weil jetzt kann ich hoffentlich auch die ganzen Schlösser knacken. Wir haben eine neue Pistole. Okay. Und ja. Ich guck mal noch schnell, ob wir hier irgendwas noch finden können. Nee, ist eigentlich alles blau. Dann würde ich sagen, wir beenden hier die Folge. Ich muss ja auch erstmal wieder runterkommen. Hab mich doch wieder gerade ein bisschen mitgenommen, aber... Wir haben es erstmal geschafft. Okay, Freunde, wir sehen uns morgen zur nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis morgen. Macht's gut. Ciao.